Topf, Mann, Topf, wer? Wir. Wer? Wir. Top. Weiter. Top. Weiter. Top. Weiter. Hurra. Hurra. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, Mann, auf die Spaß da draußen. Hallo ihr Lieben, wir haben einen neuen Produkttest für euch. Wir haben den schon im Magazin quasi geschrieben, aber wir dachten uns, wir zeigen euch auch ein paar bewegte Bilder dazu. Es geht um diese Schuhe. Das sind die neuen Tafmada-Modelle von Merrell. Die sind seit ein paar Wochen, meine ich, erst auf dem Markt. Also sie wurden vorher schon angekündigt, aber jetzt sind sie endlich draußen. Man erkennt es daran, hier, wenn ihr euch jetzt den ganzen Matsch wegdenkt, der bei unserem Test eben draufgekommen ist, hier steht Tafmada. Und natürlich, wer Tafmada schon mal mitgelaufen ist, weiß auch, dass Orange, ne, ist so die charakteristische Farbe, zumindest in den ersten 3 Kilometern, bevor dann der Matsch kommt und dann irgendwie alles dann doch irgendwie Fatze ist. Jedenfalls haben wir die Schuhe einmal für euch getestet. Das heißt, wir sind mit denen auf der Straße gelaufen, wir sind mit denen im Fitnessstudio gewesen und am Ende logischerweise sind wir mit denen in Matsch, in Wald, Querfeld eingelaufen. Was kam dabei raus? Ja, gute Frage. Ich krümmel mich hier voll. Sauber. So. Was man wirklich positiv sagen muss bei diesen Schuhen ist, die haben wirklich ordentlich Grip. Also ich weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt, wenn ihr von der Seite mal schaut. Die haben hier ordentlich diese relativ tiefen Rillen, wo ich mir vorstelle, wenn irgendjemand versucht, diese Berlin Walls hochzukraxeln beim Hindernislauf und haut dir die Dinge schön ordentlich in die Schulter. Ich glaube, da hast du ein paar Tage lang was von. Also die haben wirklich ordentlich Grip. Allerdings muss ich sagen, nur im Wald, also nur auf diesen Schlammwegen, auf diesen Wiesen von mir aus auch oder auf diesen leichten Schotterwegen, da, ich glaube, damit kann man mit denen gar nicht ausrutschen. Also die sind wirklich so konzipiert, dass sie einen Matschlauf standhalten. Allerdings, wenn man dann aus dem Wald rauskommt und läuft dann Richtung Wohnung und läuft über einen Gulli oder läuft, und wir fangen mit dem Gulli an, genau, das ist ein gutes Beispiel, bei mir das passiert ist. Ich bin eben gejoggt und hatte so dieses Gefühl, okay, Grip, alles gut, alles super. Wir laufen über diesen Gulli und es ist wirklich, Leute, es ist schweineglatt mit den Dingern über den Gulli zu laufen. Also das ist schon, ich meine, die sind nicht dafür gemacht, die sind nicht für die Straße, sie sind wirklich für diese Hindernisläufe konzipiert. Von daher ist das in dem Moment Jammern auf hohem Niveau, aber ich würde nicht mit denen versuchen, vor allem nicht über nasse Gullis zu laufen, weil da legt ihr euch hin. Und auf der Straße ist auch so eine Sache, die sind relativ leicht, muss ich sagen, vom Eigengewicht her. Aber sie sind auch wenig gefedert. Also hier unten, wenn man, ich habe noch welche von New Balance. Die sind wirklich so, die haben diese Gelsohle, ne, die sich auch dem Fuß anpasst, die so ein bisschen nachkippt. Und dann ist man halt verwöhnt, ne, wenn man dann auf dem Asphalt läuft und joggt und joggt. Man hat so das Gefühl, man läuft auf Butter mit denen, aber mit denen halt gar nicht. Also es ist wirklich, das ist ein reiner, würde ich sagen, ja, es läuft ja auch unter Trail-Running-Schuh. Und das ist er auch. Und da ist er wirklich 100% perfekt für mich oder für das, was ich jetzt erlebt habe. Ich werde den auch jetzt die nächste Hindernislaufsaison auf jeden Fall anziehen. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt im Winter abends oder so sagt, ich jogge lieber an der Hauptstraße, nehmt euch noch ein zweites Paar vielleicht von einer anderen Marke und von einer anderen Bauweise, weil da, auf Dauer sind die dann zu hart. Also man merkt das wirklich schon im Unterschied. Ansonsten, wie gesagt, ein sehr, sehr leichtes Eigengewicht. Es fühlt sich teilweise an, als würdet ihr barfuß laufen, rein vom Gewicht her, weil wirklich, die gehen halt einfach mit. Und was ich auch gut fand, ich habe mir bei anderen Schuhen, ich weiß auch gar nicht mehr, welche Marke das war, ich meine, das waren Nikes. Also, ich rede jetzt über die Schnürsenkel. Ich habe dann, ich musste ein, zweimal nachbinden. Also, wenn man dann wirklich so einen 10 Kilometer Lauf gelaufen ist, wenn man den läuft, dann gingen die häufig auf. Also, das heißt, wieder Stopp und binden und wieder weiter und so. Und das hatte ich mit denen jetzt auch nicht. Also, man merkt auch, wenn man hier die Schnürsenkel anfasst, jetzt abseits von dem Staub und Matsch, der hier so drauf ist, Die gehen nicht auf. Also die ist wirklich, die sind bombenfest, die Dinger. Und von daher auch ein ganz, ganz großer Pluspunkt bei den Schuhen. Ja, ansonsten, ja, Aussehen ist wie immer Geschmackssache. Ich finde sie ganz schön. Und wie gesagt, ich werde sie auf jeden Fall diese Saison testen. Es stehen jetzt, glaube ich, bis jetzt schon 4 Hindernisläufe an. Da sind sie auf jeden Fall dabei. Und sofern sie es denn aushalten, was ich wirklich glaube und wovon ich wirklich ausgehe, dann werden sie auch noch ein paar andere mitmachen. Nur kein Marathon, weil wie gesagt, Asphalt nicht gut. Preislich lohnt es sich bei den Dingern hier wirklich zu vergleichen. Ich habe jetzt in den verschiedenen Online-Shops, also größere Online-Shops und größere Sportwarenhersteller haben sie auch aufgenommen ins Sortiment, habe ich gesehen. Aber es gibt teilweise große Preisunterschiede. Also ich habe jetzt so durchschnittlich, war ich glaube ich immer bei 110, 120 Euro in dem Dreh. Gab auch mal ein Angebot für 90, aber es lohnt sich wirklich gerade bei denen immer zu vergleichen, weil die schwanken wohl extrem.
läuft übrigens eigentlich unter Männer, also ich habe es in vielen Kategorien auch unter Männer gesehen, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ja, jetzt habe ich mir die Finger genug eingesaut, aber ich dachte, das ist bestimmt schön, wenn man auch mal sieht, was denn aus so einem Schuh wird. Wir haben im Magazin einmal, da stand, wir haben eine eingesaute Variante und ich würde euch dann noch einmal ein Modell oder ein Foto einstellen, wie sie denn neu aussehen, weil da sind sie so ein bisschen schöner, aber das ist der Alltag, meine Freunde. So, wie gesagt, also von uns für Matschläufe eine klare Empfehlung und ein ganz großer Daumen nach oben für die zwei Dinger. Und ja, ich hoffe, dass wir den einen oder anderen von euch auch mal beim Tough Mudder sieht. Ich habe letztes Jahr gelesen, dass sehr, sehr viele Tough Mudder-Fans auch bei uns schon auf der Seite waren und die auch in der Fotogalerie immer geguckt haben und sich immer gefreut haben, wenn sie sich irgendwie gefunden haben, weil unser Fotograf sich dann immer quer über die Absperrungen hängt und dann da anfängt, Fotos zu schießen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben auch wieder die Vorberichte drin, wir haben die Nachberichte und wir haben auch wieder ein Video dabei. Wir würden uns freuen, wenn ihr weiter schaut, wenn ihr weiter unseren Blog verfolgt und unseren YouTube-Kanal. Und ja, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.